Oder ist das, Achtung, das sind Speer. Da ist er. Lol, hier ist einer. Der darf sich abhauen, der darf sich abhauen. Hier. Lol. Okay, einmal Zombie, Eingeweide für den Herrn Doktor. Lol. Voll geil. Ich kann jetzt voll gut sehen in der Nacht. Okay, ich hab das Gewebe. Wir müssen. Ciao. Da. Lass in die Safe Zone erstmal gehen. Alter, wie viele das sind? Lass einfach jetzt hier reingehen und schlafen. Also ich könnte ja sehr schlecht schlafen, ne? Ja. Wenn ich gerade erst gesehen habe, dass so Zombies vor meinem Haus stehen. In Minecraft würde das nicht gehen. Nacht überlebt. Carsten, ich muss dir was sagen. Ich weiß, das ist jetzt ein unpassender Moment, aber... im Schalker Kreisel, ne? Ja. Da ist Minecraft-Werbung drin. Da ist wohl häufig mal Werbung von Software-Pyramide drin. Finde ich voll geil. Ich finde den Schalker Kreisel auch so an sich so geil. Sehr geil. Nur es steht nicht wirklich viel da drin rum. Ja. Paket, Paket, wir fahren nach. Willst du in dem Ding? Was? Achso, an den Schalker Kreisel. Oder was? Ja, ja, die ganzen Artikel da drin. Ja, ich überfliege die mal so und überlese. Les mal ein paar davon. Ab und zu mal. Sind die ersten. Wow, das ist aber krass. Dass wir mal die ersten sind. Wir waren doch gerade auch die ersten. Ich glaube, das war ironisch gemeint. Wo müssen wir denn jetzt hin? Also. Zombie fällt einfach in sich zusammen! Sollen wir durch den Tunnel hier gehen, ein bisschen? Ich bin schon außen rum. Aber macht ihr mal. Nicht mal eigentlich durch den Tunnel, wo wir gar nicht rein müssen. Hier sind Gasthöfe. Oh, mal wieder seit langem Metallteile. Hab ich ja erst 60 von. Verdammt, aber du hast 2 mehr als ich. Ich hab 70. Echt? Hier ist ein Polizeiauto, scheiße. Ich komme. Kannst du mir Rückendeckung geben? Ja, ja, klar. Knack du mal. Knack du mal. Okay, erst hätte dich kaputt und ich habe nicht mal eine Ahnung, wo es sein könnte. Ja, aber schwer, das ist echt krass. Ach, ich dachte, du bist ein Zombie, Alter. Alter, wo ist das denn diesmal? Ja, einige sind echt gar nicht so leicht. Ja, diese, das sind ja sehr schwere, die sind echt krass. Nein, Millimeterchen davor, wie assi. Ach komm schon, ich hab's gleich. Yoshi befummelt das Auto, Yoshi befummelt das Auto. Kampfmesser. Und was hab ich denn da drin? Eine Pistole, deutsche 9mm, aber ich glaube, die hat bessere Werte als meine alte. Ey, dann will ich deine alte haben. Tischlerhammer, 117, ja. Das klingt jetzt irgendwie falsch. Ich will deine alte haben. Ja. Was seid ihr da? Du kriegst ja auch deine zurück, dann kannst du die verkaufen. Also deine andere alte. Ja, dann komm mal her, wo bist du? Ich kann dir eine geben, die hat genauso viel Charme wie meine. Hier. Ich glaube, ich glaube. Aber warum ist die denn lila? Und die? Wie viel Schaden macht denn deine alte, die jetzt noch am Ende übrig ist? 109. Die liegt jetzt hier, muss man gucken. Die nehme ich meine jetzt. Meine alte hat einen ganz schönen Schaden. 118. Okay, dann kannst du die lassen. Was ist? Meine alte hat einen ganz schönen Schaden. Naja, du kriegst das keiner mehr. Aua. Ich hab mich am Auto verbrannt. Hier liegt vor dir. Tobias, die haben jetzt 159 Schaden in deutschen Pistols. Ja, ne, ich hab eine mit 229, glaube ich. Lol. Ja, mit 229. Das ist ziemlich deutsche. Eine deutsche hat aber weniger Munition in einem Magazin. Aha, 8 okay. Sind's bei mir. Bei mir auch. Ja, 8. Die amerikanische hat 10. Damit die auch schön 10 mal auf den wehrlosen Typen schießen können. Ich bin doch. Da ist wieder ein Polizeiwagen. Achso, die sind schon alle. Echt? Ah ja, okay. Ich würde jetzt irgendwie voll gerne mal auf der Autobahn langlaufen. Ja, ich auch. Hätte ich mal voll Bock drauf.
die ganzen Autos looten und so und einfach langlaufen. Aber erstmal Hauptquest machen. Ah nein. Wir am Anfang der Aufnahme noch kaum Knarren hatten und jetzt haben wir eigentlich fast jeder eine mindestens. Ja, jetzt haben wir sogar schon wieder welche weggeschmissen. Ja, aber welche weggeschmissen, das haben sie ja nicht. Manche Berge sind echt übel steil und du kannst da einfach hochrennen und manche sind überhaupt nicht steil und da kannst du nicht rüber rein. Ist manchmal ein bisschen sinnlos. Alter, wie viele Zombies auf der Autobahn sind. Scheiße, ich bin gestorben. Ist untergesprungen. Ich hätte ja jetzt noch mal was bocken, ne? Und das wäre? Da jetzt ein Böller reinzuwerfen. Und einen Molotov da rein. Gute alte Fall. Da stehen gerade so viele. Eureka, da will man gar nicht hingucken. Was denn? Die ganzen Zombies verbrennen. Sieht irgendwie schmerzhaft aus. Ich komm auch langsam zurück. Oh, scheiße. Ich bin auch gestorben, ich weiß nicht, ob ich auch gestorben ist. Ja, das sah übelst nicht ja, tief aus, wa? Ihr könnt mich mal wieder wiederbeleben, bitte, Yoshi, hinter dir. Halt durch. 20 Sekunden. Hätte man da mal dieses abholen. Okay. Das stimmt. Aber ich denke auch voll auf mich dran abzuholen. Weil dafür muss man ja noch C drücken. Oder Steuerung, wenn man jetzt Steuerung gelegt hat. Soll ich vielleicht auch noch demnächst mal irgendwann machen? Nein, die haben mich gekillt, die Wichser! Vielen Dank. Bitteschön. Wo ist Tobias überhaupt? Ich bin schon, warte schon die ganze Zeit bei der Story. Achso. Hier ist eine Kiste, Carsten. Nee, B, gedrückt halten gleich. Ey, Carsten, beschützt mich mal eben? Oder einer von euch? Ja, ja, steht hinter dir. Oh fuck. Ist offen. Alter, hier sind übelst viele Zombies. Echt? Nein. Wo bist du? Lol. Hinter dir. Alter. Oh, Hilfe! Also, wir sollen zu Hilfe kommen, steht da. Achso, lol. Das ist ein Runner. Klopp. Wie sich das anhört. Klopp. Baseballschläger. Oh, ja, Yoshi. Was ist das denn? Ich seh's nicht. Der Baseballschläger ist übelst geil. Wo sind die? Sind ihr die? Ja. Hier unten, glaube ich, oder? Ne, in einem Haus irgendwo drin wahrscheinlich, oder? Ach, ist das der Typ, der da drin sitzt? Ja, ich glaube schon, ne? Ist hier ein Typ drin? Ah, hier kann man rein. Ah, ne, warte, das ist aber sinnlos. Ich muss irgendwie in der Charge tiefer. Ach, keine Ahnung. Tobias ist tot. Oh. Hat er richtig gesehen. Ja, wieso sagst du eigentlich? Gelaufen. Ah, ich bin Feuer gelaufen. Das war ein bisschen ungünstig. Dann lass uns zurück. Nee, es ist nur wieder angezeigt, dass jemand Hilfe braucht. Ja, warte mal, wo ist er? Jetzt unter mir. Drin ist auf jeden Fall einer. Ja, ich bin drin. Bei dem. Lol, man kann jetzt doch nicht auf Zähne ausschlagen. Bin ich gar nicht. Was ist denn? Oh Leute, jetzt komm ich mal zu euch. Ey, ihr braucht ja so lange da. Ach, hier hinter dem Gitter.
Ja, ich töte hier auch ein bisschen. Wie kommt man denn da rein? Ja, ich hab keinen Plan. So, dann gehen wir jetzt erstmal zur Hauptquest. Toll. Jetzt bin ich bei euch. Man kann halt nicht alles haben, ne? Eben. Aber ein bisschen mehr. Aber ein bisschen mehr wäre schon gut. Ich will da jetzt aber reinkommen, ich will wissen, wie man den befreit. Meinst du hin? Achso, lol, wir müssen gar nicht in den Turm. Achso, wir müssen wieder in seinen Truck. Ja, okay, dann kommt jetzt zu euch. Die Leute glauben jetzt an Engel. Wo es Dämonen gibt, muss es ja auch Engel geben. Ich wäre dafür. Okay, Entschuldigung, hab nichts gesagt. Das ist für Sektion einführen. Kommen Sie herein. Haben Sie die Probe, um die ich Sie bat? Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ich sprach eben mit Dr. Camden über Sie. Hallo, Mr. Crane. Eine Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Wirklich interessant, was das sogenannte Blut dieser Kreatur angeht. Lichtempfindlich. In Verbindung mit einer Waffe tödlich, würde ich sagen. Aber ich schweife ab. Mein letztes bisschen Reagenz hier. Und eine einzige Ampulle. Meine Güte, das Gewebe. Der Test für den rekombinierten Virus ist positiv. Camden, wissen Sie, was das bedeutet? Das Fleischexperiment funktioniert. Die mit dem veränderten Strang präparierten Köder haben tatsächlich gewirkt. Das könnte dann auch all die verschiedenen Mutationen erklären. Aber ich kann nicht. Camden jedoch, er hat die notwendige Ausrüstung. Aber wir können ihm die Ergebnisse nicht zukommen lassen. Warum teilen Sie die Informationen nicht via Funk mit ihm? Zu viele Daten, Crane. Das würde Jahre dauern. Zeit, die wir offensichtlich nicht haben. Es ist ein makabres Dilemma. So nah und doch so fern. Was, wenn ich Ihnen das Zeug bringe, Dr. Camden? Persönlich. Sowohl die Daten als auch die Gewebeproben. Crane, der Weg von dort hierhin ist extrem gefährlich. Nur das Heilmittel zählt, stimmt's? Sie wissen ja nicht, was das bedeuten wird. Oh. Für mich und für uns alle. Ich melde mich, sobald alles bereit ist. Nun gehen Sie. Ich habe viel zu tun. So viel zu tun. Ey, wisst ihr, was wir vielleicht schon machen können? Hm. Ich würde mal sagen, die brauchen eine bessere Internetleitung. In so einen so dunklen Bereich gehen. Hey Crane, bist du da? Oma und ich sind los, um das Nest in die Luft zu jagen. Was? Oh, Scheiße. Zur Hölle, Rahim, das war meine Aufgabe! Oh klar, dass du viel mehr von Sprengstoff verstehst als ich! Schweizer. Ein verdammter Tourist! Aber hör zu, wir haben Mist gebaut. Ja. Riesigen Mist. Wollt ihr was? Was ist passiert? Wo seid ihr? Auf der Überführung und alles geht hin! Geht zum Zugdepot! Sucht euch ein Versteck! Ich bin auf dem Weg! Okay, machen wir jetzt mal die Quest. Hinter dir! Beruhig dich! Rahim! Gott verflucht! Drama. Bracken. Voll Idiot. Bracken, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Was gibt's? Evil. Ich bin auf dem Weg zu Rahim. Rahim? Er ist hier im Turm. Von wegen. Er wollte mit Oma das Nest auslöschen. Und jetzt stecken sie in der Klemme. Was? Oma. Verdammt! Wo haben Sie den Sprengstoff her? Ich habe ihn von Rais gestohlen. Oh, verdammte Scheiße. Bin fast da. Ich werde ihn da rausholen, Bracken. Und ob du das tust, du rettest ihn, hörst du mich? Und zwar, damit ich ihn in den Arsch treten kann. Weiß Jay davon? Nein. Dann um Himmels Willen sag ihr nichts. Sonst macht sie sich auf die Suche nach ihm und ich kann sie nicht auch noch verlieren. Verflucht! Die dramatische Musik, Alter. Mhm. Und diese dramatischen Dialoge die ganze Zeit. Ja, jetzt wird's hier, jetzt geht die Story erst richtig los. Das Gefühl, die ist fast zu Ende. Nee. Das ist jetzt die letzte Quest, ne? Ja. Danach haben wir den gerettet und alles. Okay. Auf jeden Fall. Super realistisch. Kann ich doch über euch springen? Ich weiß es nicht. Bin ich ein Zombie? Ja. Kannst du. Auf das Ding da drauf. Oh Gott, ey. Aua.
Leute, irgendwo reingekracht. Hey. Okay, ich bin oben. Hier sind voll viele Runner. Ich check's gerade nicht, wo müssen wir hin? Auf die Autobahn, oben auf die Brücke. Oh nein, das ist gar nicht gut. Oh, da soll ich schon mal weitermachen ohne euch? Nein. Okay, dann warte ich. Ich bin jetzt da. Soll ich die anderen warten? Aber wo seid ihr denn auch gekommen? Scheiße. Schwer zu beschreiben. Wo ist der denn? Ja, hier, wir müssen die Leute durchsuchen. Leute, ich bin runtergefallen. Ich bin ganz unten. Alter. Inkompetent. Wie kommt man runterfallen? Indem man inkompetent ist. Was für wichtiger ist, wie kommt man hier raus? Ah, das ist ein Leiter. Ah, hier bin ich. Ah, da bin ich ja gar nicht weit weg. Zigaretten in den Koffer. Ich kann nichts mehr Glas einschlagen. Ich hab eine Oberfläche nach der anderen. Ey. Cool, läuft bei dir. Okay, sind wir komplett? Mhm. Ja, sind wir. Ja gut, dann lass sie mal weiter. Wo sind die denn? Ja. Hier sind Polizeiwagen. Falls wir den gleich mal loben wollen. Rahim, wo zur Hölle bist du? Reckon, ich bin's. Auf der Überführung sind nur Leichen. Keine Spur von Rahim. Mist, wo könnte er hin sein? Ich riet ihm, sich im Zugdepot zu verstecken. Finde ihn, verstanden? Hoffentlich ist er kein... Ist das ein Polizeiwagen oder nicht? Okay, dann nicht. Das war nicht auf deine Aussage bezogen. Ich hab's aber nicht so toll, runterzuspringen. Ja, du bist runtergefallen eben. Ich muss sagen, das war nice. Was denn? Ich hab den Zombie perfekt hier runtergeschlagen. Ich muss aber gerne. Ja. Irgendwo da hinten muss er sein. Ach, ich bin so blöd. Hier kommt man. Nee, Yoshi, hier ist falsch. Nee, wer ist das? Carsten, glaube ich. Da kommt man nämlich nicht drauf. Nein! Da bin ich eben reingefallen. Ist aber jetzt fies. Halt erstmal das Bein ab. Kommt man denn da rein? Ah, hier. Alle da. Warte auf andere Spieler. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest! So frech. Alter. What the fuck? Auf der Überführung habe ich nur Leichen gefunden. Rahim. Ich muss wohl sagen, die Story ist sehr vorhersehbar. Ja. Teilweise. Ich bin teilweise auch nicht, aber. Hier ist er drin. Ja, ich finde dies relativ krass transparent. Erstmal schießen. Erstmal die Truhe aufmachen. Zu dem rein.